Ja, hallo Leute, hier ist nochmal Robert und hinter der Kamera die Claudia. Wir haben gestern sehr viel Feedback bekommen zur Nero 5, vor allen Dingen nochmal Fragen, um das Strömungsbild genauer zu sehen, aber auch die Definition des Begriffs Lautstärke. Also ich kann euch sagen, von meiner akustischen Wahrnehmung her, es ist ungefähr wie die Tunze, das heißt, Königsdisziplin ist das Anlaufen des Pulsens. Da hörst du so gut wie jede Pumpe, das ist ungefähr ähnlich. Ich habe mir jetzt 4 Schallmessungs-App runtergeladen. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht repräsentativ. Ich halte es eigentlich für völlig Quatsch, das mit reinzunehmen. Ich werde es trotzdem versuchen, damit man einen gewissen Anhaltspunkt hat. Das ist jetzt für uns das erste Mal, dass ich das so mache, aber es stimmt schon. Wie will man Lautstärke definieren? Jeder hat da ein ganz anderes Empfinden. Also jetzt mal für die anderen. Ich habe die Nero 5 wieder installiert. Im Becken, zur Information, das Becken hat 125 cm Länge, es ist 50 in der Breite, Tiefe und hat 55 cm Höhe. Ich mache jetzt mal die Pumpe an. So, wir lassen jetzt die Pumpe auf voller Leistung laufen, dass man das Strömungsbild mal sieht. Also 11.350, knapp 11.400 Liter. Das ist schon nicht wenig Strömung. Da extra auch, dass man sieht, was im Becken passiert, also ob man die Strömung damit besser einschätzen kann. Also zur Erinnerung, das Becken hat 125 cm Länge, 50 Tiefe und 55 cm Höhe. Und das ist die einzige Pumpe, die an ist. Die 2 Tunze von uns sind deaktiviert, genauso wie unten drunter den Abschäumer, weil wir gleich mal versuchen, eine Pegelmessung zu machen. Ich halte da zwar von nicht viel, weil ich habe gerade 4 Stück ausprobiert. Die haben alle unterschiedliche Ergebnisse, irgendwo zwischen 32 und 38 und 40. Also ich glaube, um sowas wirklich repräsentativ machen zu können, müsste man sich ein professionelles Schallpegelmessgerät kaufen. Zertifizierte, habe ich heute mal geguckt, gehen so bei knapp 300 Euro los. Also ist die Frage, ob es nicht doch so eine Pegelmessung vom Handy erstmal tut. So. Die Minute ist um. Ich hoffe, das hat als Strömungsbild gereicht. Im nächsten Step machen wir jetzt die Puls, diese Pulsierung. So, wir haben jetzt 100%, also maximalen Speed und pulsieren 7 Sekunden. Off-Time ist 7 Sekunden und On-Time ist 7 Sekunden. Auch hier gucken wir uns jetzt dann das Strömungsbild im Aquarium an, also Wasseroberfläche und Bewegung im Aquarium.
So, wir kommen nun zur Schallpegelmessung. Ich habe mir einen ausgesucht. Wie man sieht, er reagiert natürlich auf meine Sprache jetzt und ist dann so bei 70 Dezibel. Ich befinde mich, ich würde mal sagen, 20, 22 Zentimeter weg und halte jetzt mal die Klappe. Man kann sagen, wir haben 29 bis 30, ohne dass die Pumpe pulst. Und wenn sie pulst, ist das nur unwesentlich drüber. Also repräsentativ ist das in keinem Fall, aber es zeigt zumindest, dass es nicht sehr viel mehr Lautstärke gibt, was ohnehin im Becken vorhanden ist. Ja, ich würde sagen, das war's, Teil 2. Ich hoffe, das ist jetzt für die, die noch Fragen hatten, ein schöner Nachschlag. Bis bald, macht's gut, ciao.